Mary Shelleys Frankenstein, 1818 erstmals erschienen, ist damit nochmal fast 100 Jahre älter als Dracula von Bram Stoker, welchen ich letztes Jahr gelesen und nur so lala fand. Ist jetzt Frankenstein aufgrund seines Alters noch schwieriger oder vielleicht sogar besser als Dracula? Darum geht's in diesem Video. Hi, mein Name ist Tim und ich berichte auf diesem Kanal über sämtliche Bücher, die ich so lese, lade aber auch hin und wieder eigene Kurzgeschichten in Hörbuchfassung hoch. Wenn dich das also interessiert, dann klick doch gerne mal auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. In Frankenstein von Mary Shelley geht es um den Schweizer Wissenschaftler Viktor Frankenstein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben zu erforschen und herauszufinden, wie man dieses künstlich erschaffen kann, was ihm schließlich auch gelingt, in Form eines aus Leichenteilen zusammengebastelten, aber lebendigen Menschen, der allerdings direkt abhaut. Frankenstein begegnet ihm erst einige Jahre später wieder, als er herausfindet, dass dieses Monster, was er erschaffen hat, eine ihm sehr nahestehende Person umgebracht hat. Was vielen, mich bis vor kurzem eingeschlossen, glaube ich gar nicht klar ist, ist, dass dieses Monster in Anführungszeichen gar kein klassisches Monster in dem Sinne ist, sondern eigentlich ein ganz normaler Mensch erstmal, der genauso wie jeder andere Mensch ist und sich nur in seinem Aussehen und der Art seiner Geburt, sage ich mal, unterscheidet. Mehr möchte ich dazu jetzt allerdings gar nicht sagen, weil dann würde ich vielleicht spoilern, obwohl natürlich das eigentlich eine Geschichte ist, die die allermeisten schon kennen, aber diese Tatsache wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Wie sehr hat der Mensch einen eigenen Willen? Beziehungsweise wie sehr kann er sich letztlich gegen die von außen einströmenden Einflüsse wehren? Wie stark können diese Einflüsse sein? Und wie lange hält er das durch, bis er letztlich vielleicht doch daran zerbricht? Wie ist die Menschheit gestrickt und welche Abgründe lauern in ihr? Das sind so die Fragen, die ich in Mary Shelleys Frankenstein rauslese. Ja, die Sprache ist alt und die Charaktere reden wie heute wirklich keiner mehr reden würde. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, das macht das Buch halt auch ein Stück weit aus. Es ist damit sozusagen, ja, im Grunde ein Zeitzeugnis und macht irgendwie Spaß auch zu lesen, gerade weil die Sprache so alt ist. Das hat zwar auch an sich auf Dracula zugetroffen, aber der entscheidende Unterschied ist der, dass Frankenstein halt einfach nur halb so dick ist. Auf den gerade mal 200 Seiten hatte ich nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie langatmig wird, was ich auf den fast 600 Seiten von Dracula quasi ständig hatte. Die Figuren sind jetzt an sich nicht so der Burner. Die Geschichte ist aus der Sicht von Viktor Frankenstein erzählt, aber man merkt, finde ich, schon im Schreibstil so ein bisschen an, dass es halt so eine relativ oberflächliche Erzählung ist, die jetzt eben nicht so in die Tiefe geht, was die Charakterzüge der Figuren eben angeht. Aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, weil es meiner Ansicht nach auch hauptsächlich eher um die Verhaltensweisen der Menschheit im Gesamten geht, als um die einzelnen Charaktere. Und das kam definitiv rüber. Was mich vielleicht ein bisschen mehr gestört hat, war, dass die Aussage, die durch diese Verhaltensweisen der Menschheit entsteht, sehr, sehr direkt angesprochen wurde, fast schon so richtig in your face, und das könnte dem einen oder der anderen vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen. Mir ist es aufgefallen und es hat mich ein bisschen gestört. Man hätte das subtiler rüberbringen können, diese Aussage sozusagen, aber es hat mich jetzt auch nicht krass gestört. Ich fand das jetzt nicht richtig schlimm. Ich musste erst ein bisschen in die Geschichte reinkommen, aber das hat auch nur so 20, 30 Seiten gedauert. Ab dem Moment habe ich wirklich fast durchgehend diese leicht mystische, aber auch bedrückende und beängstigende Atmosphäre gespürt, die durch dieses Wesen der Menschheit entsteht. Ein paar Mal fand ich es fast ein bisschen übertrieben, habe mich gefragt, wäre das wirklich so krass? Aber ich habe mir dann immer vor Augen gehalten, dass die Menschen in diesem Buch halt einfach nochmal 200 Jahre rückständiger sind, sage ich mal hart ausgedrückt, als wir es sind. Auch wenn man natürlich im Großen und Ganzen die Punkte und auf jeden Fall den Kern der Geschichte auch noch auf heute übertragen kann. Das Ende hat mich auf jeden Fall auch nochmal richtig mitgenommen, psychisch, emotional, ganz im Gegensatz zu dem Ende von Dracula, wo ich damals einfach nur so
wow, das hat es überhaupt nicht in sich. Hier habe ich es richtig mitgefühlt und miterlebt. Das hat auf jeden Fall nochmal richtig gesessen, finde ich. Ein Buch, das ich durchaus empfehlen kann für alle, die nichts gegen 200 Jahre alte Schauerliteratur haben und denen vielleicht aber ein Dracula beispielsweise zu lang ist. Ja, Leute, das war es wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt das doch gerne. Hier findet ihr jetzt noch mein Video zu Dracula von letztem Jahr und hier meine Playlist mit sämtlichen Buchvorstellungen. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.